So, weiter geht's mit Mass Effect 3. Ja. Hallo. Genau. Ich bin Der der. Ich Serax. bin Das der ist harte der Life Force, Schwacki. alias T-Life, alias Super T-Life. Der hat das Schwacki wirklich Strich durch die Rechnung gemacht. Den habt ihr aber auch so aufgebracht. Ja, ich glaube, er hat das gehört, weil er hat gerade Idioten beschrieben. Auf jeden Fall, Force ist nicht dabei, jetzt können wir uns wieder wohlgesittet verhalten. Oh ja, wir hatten es gerade von der Elefanten Unterhose. Ja, die Also Force ist. so war so der Unterhose, da wo der Rüssel ist, ist auch die Nudel da drin. Ja, hat Force ein schönes Kopfkino deswegen jetzt. Ich glaube, die kauft das jetzt. Aber was er damit anstellt, das würde ich nicht gern wissen. Mit Ja. dem Kopfkino. Eigentlich ganz praktisch, da kannst du dir die Eier nicht so schnell einklemmen mit deinem dicken Ding. Du brauchst auch deine Unterhose nicht ausziehen, sondern einfach den Rüssel hochstülpen und dann kannst du säugen. Die Eier einklemmen in dicken Ding, wie stellst du das gerade vor? Das ist doch normal, oder? Wenn man sich in runterholt, plötzlich kneift das die ganze Zeit, weil die Eier im Weg sind. Ich dachte schon, du meinst, wenn man pennt, so dass quasi ein Teil so lang ist, dass es die Eierwände schlafen schlingt und wirkt. Wie so Oh, eine Blase das macht man doch Strickrohr. regelmäßig. Also deswegen wird das auch als Schlange bezeichnet. Ich verstehe. Wenn Es ergibt wenigstens alles Sinn. Ich habe nicht gesagt, dass Sie mitmachen müssen. Force hat die kurze Dann, Urin. warum spielst du eigentlich die Freundin von Force? Weil Warum? rote Haare und so. Also ich mag rote Haare. Fehlen nur noch Sommersprossen und dann. Ich glaube, ich habe Du den stehst auf Prozess, Pippi den Sie nicht Langstrumpf. erwähnt haben, mit dem Bäh. Würgeschlund Ja beschäftigt. gut, auf die Diese Frise Szene von ist Pippi auf B Langstrumpf 24. Stehe ich nicht drauf. Auf Gut. wem? Der Diplomat. Wie einschüchternd, dass du dem kleinen Kerl kriegst. Der Typ sieht nicht gerade gefährlich aus. Sieht dick Er ist aus und klein. gefährlich, er ist ein biotischer Gott. Also es ist höchstens gefährlich, wenn er beim Sex oben liegt. Warum explodiert der, wenn man da was reinsteckt? nein, nur dass er schwer ist halt. Ah, oh, was war's noch? Ich bin müde, ich muss nach Hause mich hinlegen. Nicht, dass Ah, der der selbst Mass in der Effect Hand 2 knarrt. Insider, immer wieder lustig da. Bist müde, du willst dich hinlegen. Ja, das ist so ein kleiner Insider, das kann Sirax gleich besser erklären. Er kennt diesen kleinen Angeber ja. Ja, ich habe den schon dreimal gesehen. Sag mal. Also, bei Mass Effect 2 hat so eine Stelle, ungefähr so mittendrin im Spiel. Da läufst du, also genau auf der Mission, wo du die blaue Blutze da rausholst, diese andere biotische Frau. Und da auf dem Weg möchte sich so ein kleines Dickerchen mit einer ganzen Armee an Leuten anlegen, mit seinen super biotischen Fähigkeiten. Also richtig halbmäßig. Nur dass er halt nicht so aussieht und nichts kann. Also Und im dann, Spiel. hat man die Entscheidung, entweder man lässt sie da tatsächlich reinlaufen und dann explodiert er wie ein Würstchen. Oder man stellt ihn ruhig und er geht nach Hause und legt sich hin. Ich Naja, glaube, ich war die, gnädig mit ihm. Ich habe ihn nach Hause gehen lassen. äh, das. Weil Also ist ich er wusste, er hat quasi irgendwelche wie Drogen Churner. genommen oder so. Das ist er quasi wie Churner. Großmäulig, denkt er, wer der Stärkste war. Jeder kleine Furz besiegt ihn. Ja, ungefähr so. Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden, stelle ich selbst eine Einsatztruppe gegen die Blue Suns zusammen. Ich besorge die Waffen, General. Ich begrüße Ihre Bemühungen, Commander, aber ich war schon zu lange untätig. Ich kann nicht mehr einfach nur zusehen. Okay, es wird eine andere Quest sein. Also nicht das, was ich suche.
Im Ernst, wenn ich das Geblinke da unten die ganze Zeit sehe, wenn ich das hätte, ich würde mich so aufregen. Die ganze Zeit bling, bling, bling. Ja, das geht mir auch ein bisschen auf die Nerven immer. Was meinst du, ob ich so sehr selten auf Steam online bin? Und meistens stelle ich mich sogar offline. Wie kann man nicht angeschrieben werden? Wenn man sich offline auf Steam schaltet. Dann kann man aber tatsächlich auch mit dem Shop nicht interagieren. Ja, das weiß ich schon, aber gab es nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass man sich auf, dass man online ist, aber trotzdem nicht angeschrieben werden kann? Beschäftigt? Nein, da geht's auch nicht. Nee, geht nicht. Ja, dachte ich mir schon, weil ich habe schon alles versucht und trotzdem werde ich immer angeschrieben. Du musst dich auf offline schalten, dann geht's. Er kann dich hier, weiß der Teufel anschreiben. Du kannst dich Satan höchstpersönlich anschreiben. Oh, sexy Arsch. Satan. Ja, weißt du was, ich werde heute sowieso nichts mehr aufnehmen. Außer vielleicht jetzt kommt so, ach komm, lass mal Worms aufnehmen. Worms höre ich sogar ein bisschen dafür. Jetzt droppt er. So, Steam ist offline. Warum mache ich das Internet auf? Bin ich doof? Ja, bin ich. Ah, hast du Churchill Key drin? Schmacki? Naja, da wahrscheinlich nicht, aber das kann man nicht einfach so schließen, außer mit Hilfe des Taskmanagers. Churchill Key? Ja. Nee, weil ich da unten links von Skype halt da so ein Symbolchen sehe, wo so ein Controller und so ein Joystick drauf abgebildet sind. Ja, aber... Ist das nicht Joy-To-Key? Ja, aber... Aber es ist wahrscheinlich geschlossen, aber es wird trotzdem noch angezeigt. Das ist bei mir auch. Es verschwindet erst, wenn ich es mittels des Taskmanagers beende. Und dann steht da, oh, keine Rückmeldung, Programm sofort beenden. Ah, oh, das ist ja nervig. Das steht immer. Deswegen zocke ich lieber mit Tastatur, wenn es halt mit Controller nicht geht. Ist einfach angenehmer für dich. Oh, ich bin einfach auch ein fauler Kerl und eigentlich klappt's auch. Das einzige Spiel, das ich mit Tastatur spielen kann, also Jump'n'Run-mäßig, ist Super Marissa Land. Also da, also die Jump'n'Runs, die ich mit Tastatur spielen kann, ich habe auch gehört zu zählen. Also Super Marissa Land kann ich eigentlich nur mit Tastatur spielen, weil das allererste Spiel war, was ich mir runtergeladen habe, damals auf so, noch so einem uralten PC. Danach hatte ich so einen uralten Laptop, dann hatte ich wieder einen uralten PC, dann hatte ich wieder einen anderen PC, dann hatte ich meinen alten und jetzt habe ich diesen hier. Okay. Also, lange Geschichte. Ich habe meinen PC jetzt, ich glaube, ich hatte davor so einen alten PC und jetzt habe ich den halt jetzt. Der ist auch nicht gerade jung. Der wird jetzt auch wahrscheinlich schon 10 Jahre auf Buckel haben. Aber ich habe ihn ein bisschen aufgewertet mit der Grafikkarte. Aber lustigerweise kann ich damit Far Cry 4 sogar aufnehmen. Ja, Super Marissa Land habe ich jetzt glaube ich schon 8 Jahre oder länger. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich kein Headset, gar nichts. Weil ich mir sogar einmal kaufen. War das nicht dein erstes Let's Play? Nein, war es nicht. Das war das erste Spiel, was ich aufnehmen wollte. Ging aber nicht, dann habe ich es mit Super Castlevania 4 versucht. Das ging dann, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Headset. Bin dann extra an einen Tag weggefahren, um es mir zu kaufen, aber irgendwie hatte der Laden dazu und dann musste ich warten, weil der Wochenende war. Verlängertes Wochenende auch noch. Mit Feiertagen und allem. Dann später habe ich mir das Headset geholt, habe eine Aufnahme Super gemacht. Super Castlevania, hast du damals ja schon erzählt. Ja, die Aufnahme ist so asynchron geworden, dass man es nie mehr hätte retten können. Oh. Also das ich weiß, als ich weiß, heute vor, oder es könnte sogar heute gewesen sein, vor 4 Jahren habe ich meine ersten Let's Days gemacht. Nur habe ich sie nie hochgeladen. Sonst wäre mein erstes Let's Play wahrscheinlich so ungefähr 2007 gestartet. Das ist sehr lange her. Ja. Manchmal wünschte ich mir, hey, ich hätte gnadenlos damit angefangen. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte YouTube viel früher entdeckt, weil ich habe es erst mit 16 entdeckt.
Davor habe ich mich geweigert, mit PCs anzufangen. Was ich mich eigentlich wundere, weil PCs war schön. War halt so ein dickköpfiges Kind. Ich überlege mir die ganze Zeit, was wäre gewesen, hätte ich damals so Let's Plays gemacht, wie ich es heute gemacht hätte. Hätte ich euch dann auch getroffen? Vermutlich nicht. Glaube ich nämlich auch nicht. Dann hätte ich wahrscheinlich auch Simon niemals getroffen. Ja, eigentlich ist es ganz gut so. So denke ich auch im Nachhinein. Also ich hätte eigentlich schon vor ein paar Jahren anfangen können. Weil ich hatte schon mit 12 oder so mein PC drin. Ich habe mich geweigert, ihn zu nutzen. Auch für Spiele habe ich ihn nicht genutzt. Ich war einfach Konsole und dickköpfig war ich auch. Na gut, ich wäre das einzige Kitty dann quasi der alten YouTube-Szene gewesen, dass da so mit dieser kleinen Stimme Let's Plays aufgenommen hätte. Aber vermutlich wäre ich dann, ich weiß nicht, ob ich denn, doch, ich wäre locker größer von der Abonnentenzahl, aber ich glaube, ich wäre nicht glücklicher. Obwohl, ich weiß es nicht, ob ich glücklicher wäre. Schwierig zu sagen, auf jeden Fall hätte ich euch nicht kennengelernt, das wäre schon irgendwo schade. Deswegen denke ich mir auch, alles muss aus einem bestimmten Grund passieren. Denn zum Beispiel, hätte ich früher angefangen, hätte ich andere Leute kennengelernt. Wahrscheinlich nicht Simon, wahrscheinlich nicht euch. Und ja, das ist schon mal das Erste. Vermutlich Leute, wie die wir heute, wo wir heute zu den Hochsehen, die hättest du vielleicht kennengelernt. Weil damals war ja die, war ja YouTube so eine Familie noch. Ja, YouTube war tatsächlich mal eine Familie und niemand hat sich an den Haaren gezogen und verprügelt. Ja, niemand. Gut. Na gut, sehr selten, wenn, da waren so kleine Keilereien. Aber wer weiß, dass, weil das wäre ja damals, das war ja damals anders als heute. Wer weiß, ob ich dann heutzutage noch Let's Plays machen würde. Das kommt ja auch noch hinzu, weil im Vergleich zu damals und heute ist ja schon, ja, fast schon hundertprozentig die Internetzeit, also hundertprozentig YouTube geändert worden. Ins Negative, total. Muss ich dir schon zustimmen. Na gut, Gronkh macht immer noch Let's Plays. Ja, stimmt, oder, hat sich verändert. Oder Shadow Soul macht auch noch Let's Plays. Shadow Soul ist da, glaube ich, ein besseres Beispiel. Der macht das seit über 7 Jahre. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich vielleicht so viel Abos wie... Es ist viel zu lange her. Wir leben in interessanten Zeiten. Ein bisschen zu interessant. Ich kam nicht bis zu Ihnen, als die Allianz Sie unter Arrest gehalten hatte. Vom Dienst suspendiert. Es war kompliziert. Das kann ich mir denken. Ich bin überrascht, dass es kein Militärprozess... Die Allianz glänzt nicht gerade durch Flexibilität. Es ist nicht mehr wichtig. Shepard, wegen der Erde... Mir geht's gut. Wir werden irgendwie Chancengleichheit herstellen. Wir müssen. Jeder hat eine Schwäche. Sogar die Reaper. Es tut mir leid, Shepard. Und Sie? Was führt Sie hierher? Ich muss mit einigen Leuten reden. Wie Sie. Die Citadel ist ein guter Treffpunkt. Noch. Was hat die Allianz jetzt vor? Wir haben einen Plan. Ein Schuss ins Blaue. Wie üblich. Shepard? Es gibt da eine persönliche Sache, die ich erwähnen wollte. Worum geht es? Ich habe länger nichts von meiner Schwester Oriana gehört und mache mir Sorgen. Ihre Schwester? Ja. Ich will nicht überreagieren, aber nun, es passiert ziemlich viel. Ich dachte, sie wäre endgültig in Sicherheit. Ich auch. Vermutlich ist nichts, aber ich weiß einfach, dass mein Vater damit zu tun hat. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Alles, was für ihre Sicherheit sorgen sollte, ist nicht mehr erreichbar. Kann ich dabei irgendwas tun? Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Aber sie sind beschäftigt. Wenn mir jemand eine Tür eintreten soll, rufe ich sie an. Aber bis dahin komme ich zurecht. Okay, ich verstehe. Ich muss diese Sache klären. Das werden Sie. Haben Sie den Unbekannten getroffen? Nur einmal. Er sagte, er habe gern mit mir zusammengearbeitet. Aber er musste das Problem eindämmen. Problem eindämmen? Klingt endgültig.
War es fast auch. Er wird ungern abgewiesen. Stimmt, das mag er nicht. Warum glauben Sie, dass Ihr Vater etwas mit Orianas Verschwinden zu tun hat? Ich habe meine Schwester überwacht und wusste immer, wo sie war. Dass sie einfach verschwindet, muss sein Werk sein. Ich wusste, dass er nichts unversucht lassen würde, um sie zu finden. Er hat nur noch sie. Ich habe eine Vermutung, was passiert ist, und sag's Ihnen, wenn ich sicher bin. Es ist lange her. Wie ist es Ihnen ergangen? Ich habe mich versteckt. Vor allem auf der Flucht zu sein, klingt romantischer, als es ist. Das wusste ich nicht. Schon okay. Wer Cerberus einfach so verlässt, muss eben mit Konsequenzen rechnen. Kann ich mir vorstellen. Sie sind gefährlich. Das bin ich. Falls Sie hier nach Spuren suchen, wer mit Cerberus zu tun hat, wird schwer zu finden sein. Ich weiß. Ein paar Leute schulden mir noch einen Gefallen. Jemand wird mir etwas über Orianna erzählen. Ich muss zurück an die Arbeit. Und ich sollte verschwinden. Vorsichtig sein. Ich verspreche nichts. Schön, Miranda wieder zu sehen. Ich habe immer auch so gedacht, so, was wäre, wenn wir alle viel früher angefangen hätten? Vielleicht gäbe es heutzutage dann kein Dumtendo. Um ehrlich zu sein, würde ich mich darüber sogar etwas freuen. Oder Funk Royale hätte keinen Hype, weil wir ja logischerweise die besseren Mega Man-Spieler sind. Gut, Funk hat sich selbst ins Grab geschaufelt. Traurig. Das stimmt, leider. Ja. Das ist so schade, ich war ein Fan von ihm. Und dann Fan ist ein bisschen blöd gesagt. Wir haben seine Videos Spaß bereitet. Mir auch. Osoba war auch zu der Zeit und hat ihm sogar was vorgespielt. Nee, das war, glaube ich, wesentlich später, wo er schon Streams und so weiter hatte. Diese ganze stimmt, ja, das war bei Streams. Diese ganze Streamzeug, wenn es Streams nicht gäbe, dann wäre Funk wahrscheinlich immer noch auf YouTube. Ja, das stimmt, wenn die Streams nicht wären. Ja, Funk zählt ja auch zu den Spitzenleuten damals. Ich habe auch schon unter Funks Videos oder im Kommentarbereich gelesen, dass Leute geschrieben haben, ja, warum haben wir damals bloß für ihn gespendet, war alles umsonst. Weil der hat ja mal so eine Spendendings gemacht. Ja, Domination heißt das, glaube ich, so. Ja. Ja, das war zwar gegen seinen Willen, weil er eigentlich dagegen war, aber er hat sich dann doch breitschlagen lassen. Und sprich, dass die Leute dann gespendet haben, damit er seine, ich glaube, Wohnung war es, behalten konnte. Ja, haben sie gemacht, alles superklasse. Oder nee, das ist Schulden. Eine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden, stelle ich selbst eine Einsatztruppe gegen die Blue Suns zusammen. Entschuldigen Sie mich. Schön, Sie wiederzusehen, Shepard. Der General nimmt keine Vernunft an. Ausschalten. Ein Versuch war's wert. Helft mir, bitte spendet und so weiter. Die Leute haben das getan, er hat seine Probleme gelöst und hat dadurch weiter Let's Plays machen können. Und was ist? Die ganzen Leute kommen sich jetzt verarscht vor, weil... Ah, stimmt, weil er jetzt keine Let's Plays mehr macht. Ja, wo ja, sind sie, die Let's Plays, ne? Ah, ich glaube, ich habe ihn auch deabonniert. Ja, ich auch. Ja. Ist traurig, ich gebe einem Menschen wirklich eine Chance, aber Funk hat sie jetzt schon... Verkackt. Er hat sie nicht nur verkackt, er hat sie zerlegt, auseinandergenommen, alles damit gemacht. Lange Zeit keine Videos zu machen, das sehe ich ein. Aber gut. Dann zu sagen, ja, ich komme wieder, großes Comeback, ich bin wieder da. Ja, so und drei Monate später, alles wie vorher. Wie lange hat er gemacht? Anderthalb Jahre war er inaktiv auf YouTube. Dann hat er gesagt, so, ja, er kommt wieder. Weil davor hat er ja nur Streams gemacht, obwohl die Leute ihn
gebettelt und angefleht haben, bitte mach auf YouTube wenigstens ein bisschen was, wenigstens ein Video im Monat. Und die Leute, die haben ihn angeheult, ihn angefleht, alles. Und der, nee, eiskalt, war größtes Arschloch. Jetzt dachte er so, ach nee, großes Comeback. Ja, was hat er gemacht? Mega Man X 2 hat er, glaube ich, komplett gemacht. Mega Man X 3. Mega Man X 1 hat er komplett gemacht. Ja, Mega Man X 1 hat er komplett gemacht. X 2 hat er nicht komplett gemacht. Ja, das hat er schon mittendrin, ja. Ja, dann dieses Epic oder wie das heißt, hat er nicht komplett gemacht und so ein Lego-Dingens, glaube ich auch, hat er gerade mal angefangen, wobei er seine anderen 150 Projekte davor nicht gemacht hat. Und jetzt ist ja wieder nichts da. Der hat mehr offene Projekte als ich, aber im Gegensatz zu mir ist er ein Arschloch und ich bin's nicht. Ich werde jetzt mal schauen, wie viele offene Projekte der hat. Einfach nur, um über mein Herz zu ziehen. Ich meine, er hat zwar gute Videos gemacht. Man bedenke die Vergangenheitsform. Er war auf jeden Fall ein Gott auf YouTube quasi. Und auch ein Vorbild für viele. Ja. Aber jetzt ist er halt, jetzt hat er sich halt ziemlich stark gewandelt. Ja gut, Leute verändern sich, aber man sollte halt, wenn man halt ein Wort drauf gibt, sollte man es auch halten. Ja. Ja, stimmt. Also, ja, also das ist wahr. Also das kann ich Ihnen auf jeden Fall ziemlich nachreden. Ansonsten jetzt die anderen Sachen, die Projekte kann man ja nochmal drüber nachsehen, dass er halt viele offene Projekte hat. Aber ich meine halt ein Wort nicht halten zu können. Und man sagt auch noch, man ist wieder da und haltet es nicht, dann ist es halt eine Sauerei. Der hat immer noch 46.000 Abos. Ich habe sogar geschrieben im Kommentarbereich, Moment, das kann ich jetzt mal. Also ja. Vor den anderthalb Jahren Pause hat er gerade mal 35 gehabt. 35.000. Also ich habe da sogar geschrieben, dass Funk wahrscheinlich erst dann wieder richtig auf YouTube aktiv wird, wenn er... Hey, Shepard. Oh, da kann wieder stehen, der gute Kleiner. Es ist zu spät, ich werde bald entlassen. Das ist gut. Sie wissen es vielleicht schon. Ich habe Odinas Angebot angenommen. Spectre Kaidan Alenko. Das hört sich gut an. Er ist der zweite Spekter der Menschen. Ha. Ist eine große Sache. Udina glaubt, es wird trotz des Krieges eine große Zeremonie geben. Er sagt, Zeremonien bringen den Leuten Hoffnung und Abwechslung. Sie sind perfekt für den Job. Auf Eden Prime wurde mir klar, dass sie was Besonderes sind. Ein verdammt guter Soldat. Das bedeutet mir viel. Ich bin froh. Ich will dienen. Vielleicht wollen Sie ja auf die Normandie. Darüber habe ich schon nachgedacht. Aber erst muss ich mal hier raus. Ein paar Sachen erledigen. Ich habe versucht, meine früheren Schüler aus der Biotikabteilung wiederzufinden. Mit Erfolg? Nein, wahrscheinlich im Untergrund. Aber die tauchen schon wieder auf. Wären sie leicht zu finden, würden sie ihren Job schlecht machen. Sagen Sie Bescheid, wenn sie draußen sind. Das hat er nie gesagt. Er hat nur gesagt, dass wir vielleicht was hochkommt. Ja. Also Funk hat mindestens 8 Projekte am Laufen. Dauerhafte. So, gut. Machen wir einen Cut rein. Das war's halt von Mass Effect 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.